Also wir sind jetzt am Sena-Stand. Viel zu viel los, da kann ich leider nicht so gut blocken. Blacky ist da, Hardstrider ist da, Dennis ist da, alle sind da. Black Forest Rider. Black Forest Rider, Mrs. Black, alle. Wir haben euch schon 6-7 Mal getroffen. Warte. Mrs. Black. Ein bisschen schwer hier zu vloggen, wenn zu viel los ist, deswegen... Extrem laut. Nehme ich kurz was auf. Ich zeige euch halt immer so Ausschnitte. Ich habe ein paar Ausschnitte aufgenommen, oder Dennis. Guckt auf jeden Fall bei ihm vorbei. Instagram blende ich kurz ein. Dann mal gucken, wenn nachher weniger los ist, dann... Vielleicht ein paar Aufnahmen. Dann werde ich mal so vloggen, mit Blackout oder Hardzy. Also vorhin war mehr los, klar. Aber Messe auf jeden Fall ziemlich geil. Ich finde es zwar schade, dass Husqvarna nicht einen großen Stand hat, aber KTM ist ja da. Sonst geile Motorräder. Dieses Mal war ich nicht mal so interessiert wegen den Motorrädern, weil letztes Jahr war eigentlich das ziemlich das gleiche da. Aber ich finde es halt lässig, dass ich hier mit den ganzen Leuten chillen kann, dass Blackout da ist. Dennis, das ist auf jeden Fall chillig. Cool, ja. Wir haben heute bei Blackout gepennt im Hotel, ja. Bei Hardstrider auf dem Boden. Das sah wirklich, wirklich schlimm, deswegen sehen wir auch total fertig aus. Ich weiß nicht, wie lange ich gepennt habe. Sören bekommt einfach mitten in der Nacht den Überlachanfall. Er liegt zwar im Bett, aber dann kommt er so hoch, kriegt den Überlachanfall, steht so auf, Sören, alles gut. Keine Antwort, schläft weiter. Ich hab's Gott sei Dank hab ich's nicht gehört. Wahrscheinlich das war so ich witzig, Alter. Das war richtig gut. Aber ich hatte so das Gefühl, als wäre ich alle 5 Minuten aufgewacht und wäre dann wieder eingepennt. Das war richtig komisch. Das war so unbequem. Man musste immer die Stellung wechseln. Auf Dennis. Egal, ihr wisst, was ich meine. Wir haben auf Pullover und auf Jacken geschlafen. Der Junge hat auf Hardstrider seine Jacke gepennt. Ja gut, am Anfang ja, aber dann habe ich mich zugedeckt mit der, weil es übel kalt war auf dem Boden. Übel kalt. Aber es war auf jeden Fall ein chilliger Abend. Das wirklich, war richtig wirklich chilliger Abend. Da ist ja, da kommt auch. Ja, Mann. Also. Hey Leute, was geht ab? Euer Hardstrider hier am Start. Also gestern war auf jeden Fall geil. Wir haben noch ein bisschen was getrunken. War ein lässiger Abend. Kann man nichts sagen. Wir haben gestern echt noch mega viel gelacht, Alter, ohne Witz. Mega, mega, mega viel geredet. Also unglaublich. Ja, so ein Messe ist geil. Richtig geil. Also, ich finde die Messe, ich binde mich jetzt einfach mal mit ein hier. Nicht, dass ihr denkt so, ich mach's. Aber die Messe hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Auch gerade so mal Sumo live zu treffen und ja, viele andere, das ist echt eine coole Erfahrung. Das stimmt, ja. Ja, Sören, wie hart beschäftigt. Beweg deinen Arsch her. Ja, beweg deinen Arsch in den Block. Boah, ich kann nicht mehr. So, wie war der Tag oder wie war die Messe? Geil. 10-mal alles. Hans, ich kann nicht mehr. Rappi, Digga. Rappi, du Rappi, Alter. Hier ist ja richtig geil am Platz. Also, es waren sehr viele Leute da. Gerade bei Blackout war es schlimm, wo der überall unterschrieben hat, ich auch. Auf, ja, das waren insgesamt auf Pullis, auf Handys, auf Karten, überall unterschrieben. Bei mir ist es zwar nicht so schlimm, ich finde es auch gar nicht schlecht, dass zu mir so, also nicht so viele kommen. Weil ich bin da noch nicht richtig drin, ich finde es ein bisschen komisch, natürlich ungewohnt für mich, aber ja. Ist trotzdem cool, wenn man ein Foto macht mit Abonnenten. Das haben bei Sören bestimmt 1000 Leute. Wie viel waren es bei dir heute jetzt? Heute? Bestimmt so. 300? 300? 300? 100 oder nicht? 3000? 3000. Ich habe bestimmt heute 34.000 Fotos gemacht. Ja, 34.000 Fotos. 26.000. Ey, das waren doch bestimmt 300 Leute, Mann. Und 5.000 Blowjobs. Cut. Da kommt ein Piepser. Da kommt der Mo. Reitling.
auch nur drauf. Voll, Junge. Ja. Bester Stand, Sena, oder? Sena, bester Stand. Also, bester Stand. Kommt nächstes Jahr vorbei. Vielleicht gibt es noch andere Stände mit Sofa, keine Ahnung, aber bis jetzt ist der am besten. Ja, stimmt. Bei Suzuki gibt es zwei. Das Sofa macht's aus. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem Vlog. Ich mach nachher noch andere Vlogs, wo wir halt rumlaufen und was zeigen. Aber ich denke mal, das werde ich als erstes hochladen. Oder was anderes, ich weiß gar nicht, was ich aufgenommen habe. Also dann haut rein. Bis zum nächsten Mal und haut rein, ja, dann fahren, ne? Der Vlog ist so merkwürdig. Genau. Also Leute, die Messe ist vorbei. Was geht's? Die Messe ist vorbei. Die Messe ist vorbei. Ja. Und zum Glück. Ja, war schon ein bisschen stressig. Ja. Denk dran, abonnieren. Aber es war geil. Alle Hardstyle abonnieren. Er hat seine 100.000 geknackt. Ja, wir wollten echt die 100.000 noch geknackt. Nächstes Ziel die 200.000. Also ich bin schon fertig, wenig geschlafen. Ja, was gibt's noch? Das war auf jeden Fall mega lustig, ja. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und ja, war mega nice mit so vielen Abonnenten mal so 5 Minuten zu quatschen, haben sich auch mega viele Abonnenten gefreut. Das war auf jeden Fall Spaß. Das war chillig. Manche waren echt süß, also so die kleinen Kinder da, das war übel süß. Und boah, mich hat man erkannt. Ich denke, viele haben mich schon gekannt, so, aber die wollten jetzt nicht unbedingt ein Bild von mir, weil ich bin ja jetzt auch nicht wirklich groß. Und boah, ich denke so 30, oder? So 30 Leute. Das waren schon einige. Oder, also Bilder gemacht habe ich so circa mit 20, 30. Und ja, nur mit dem T-Shirt. Du wolltest vorhin ein T-Shirt anziehen. Alter. Also 20, 30 Bilder gemacht, 5 Handys unterschrieben oder 6. Also soll ich schwer beschwätzen, oder wie? Ich finde schon. Ich finde, das ist sympathischer. Das ist so, wie sagt man halt in Jugenddeutsch, das ist real. Ja, viele sagen schon, ich soll. Ja, das, da versteht mich ja keiner. Na, und dann denkt jeder, ich bin Bauer oder so. Na. Ja. Ich habe das schon mit ein paar Leuten besprochen und ich habe allen gesagt, die sollen das auf ihren Akzent machen. Ja. Es kommt einfach besser. Du redest auch flüssiger. Ich finde, wenn du dann wirklich deinen Dialekt nimmst, dann gucken sich das nicht, dann ist der Kreis. Ja, aber dann bist du real, dann bist du halt wirklich real. Kein Hochdeutscher zieht sich das rein. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich kann schon mal auf Schwäbisch was aufnehmen, aber geht nicht immer. Beziehungsweise jetzt nicht mehr. Wenn ich jetzt von neu anfangen würde, dann würde es schon gehen. Genau, Autogrammkarten werde ich dann haben. Ihr könnt mich dann ruhig ansprechen. Weil ich habe schon gesehen, viele kennen mich. Aber ich weiß nicht, ob sich viele nicht trauen oder. Ach so, ja, ich dachte gerade. Also, hey, war echt cool. Hat mich gefreut. Ja, war cool, ja. Vielleicht könnt ihr auch eine drehen. Ja. Wir sehen uns vielleicht irgendwann. War geil. Hoffentlich. Frontflip war geil. Ciao. Also, nee, uns holt man. Also, ciao. Mir auch. Ciao. Ja, ich gehe auch. Ciao. 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 Nein, wir sehen uns gleich. Okay. Yes. Alles klar. Bis gleich. Also, ciao. Ah, die sind echt übel korrekt. Ja. Weißt du was? Ja, die sind richtig korrekt. Mega. Weißt du was? Guck mal. Wenn ihr mit mir Bilder machen wollt, ihr könnt mich ruhig ansprechen. Ich habe bei vielen gesehen, die waren halt eher bei Blackout oder bei Hardzee. Ich bin natürlich noch nicht so groß, aber falls ihr Bock habt, ich bin da. Boah, das ist richtig geil. Aber es war echt mega geil, also erstmal Samstag chillig mit jedem Kumpel war ich eigentlich irgendwo, das war schon geil und dann das war nicht so geil mit denen, nee, Spaß, das war super, war lustig und Sena, die ganzen Sena-Leute, mega korrekt, mega höflich, freundlich, mit denen kann man reden, das ist auch richtig geil. Mrs. Black und Black Forest Rider, richtig korrekt, also wirklich, vielleicht habt ihr die Story ja schon gesehen und auch von Dennis. Dennis auch, mega korrekt und boah, was soll ich sagen, ich wiederhole mich wahrscheinlich die ganze Zeit, aber ja, ich laufe. Ich konnte leider nicht so viel aufnehmen von der Messe, weil da war so viel los und naja, was macht der? Der rennt zum Auto.
der macht Auto an warm, der macht warm. Harzi macht warm, Harzi heizt. Ach du Scheiße. Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Vielleicht kann der noch was sagen. Willst du noch was sagen? Es ist mega kalt hier draußen, ey. Ich habe zwei Pullis an. Hauptsache Blackout-Pulli oben. Und was ist drunter? Ride more, Digga. Support ist am Start. Ja, sieht man nicht, egal. Hier. Hier, ride more. Ride more, Hashtag ride more von Mr. Black Forest Rider und Mrs. Black. Also Qualität, super. Kann ich auch nur empfehlen. Oder mein Mod natürlich. Würde ich bevorzugen. Nee, jeder wie er will. Ja, ich denke mal, das war's. Wie gesagt, ich konnte nicht viel aufnehmen, war echt viel los. Deswegen, ich versuche auf der nächsten Messe mehr aufzunehmen oder mal so einen Vlog aufnehmen. Ich weiß nicht, das finde ich ein bisschen langweilig, so rumlaufen. Alter, der ist schon so weit vorne. Junge, wir laufen hier mitten auf der Straße. Mitten auf der Straße, Mann. Nee, durch den Gehweg, das war. Stimmt. Die Straße ist richtig geil. Ja, die Fahrspur von hinten, wir haben gleich überfahren. Ja, bevor ich jetzt hier unnötig weiterlabere, beende ich den Vlog. War nice. Peace. Gern wieder. Also, gut. Haut dran. Haut dran. Ja, Achis. Ja, Achis.